Ein solch ähnliches Bild kennen vielleicht viele, die nach dem Totensonntag die Wohnung für die Advents- und Weihnachtszeit schmückten. Im Echo-Museum in Limbach-Oberfrohna wurde in der letzten Novemberwoche die diesjährige Weihnachtsausstellung aufgebaut. Die Ausstellung heißt Mein liebstes Spielzeug – Erinnerungen aus dem Kinderzimmer. Wenn auch klar ist, dass vielleicht nicht jeder ein Kinderzimmer hatte. Aber es hat jeder Erinnerungen an Spielzeug. Und wir zeigen hier eben eine Mischung aus verschiedenen Spielwelten, also Puppenstuben, Puppenküchen, alles was eben mit Puppen zu tun hat, Mädchenspielzeug. Daneben aber eben auch Eisenbahnen, technisches Spielzeug, Spielfiguren, aber auch Kinderbücher, Spiele, Gesellschaftsspiele sind auch dabei. Also alles, was eben früher im Kinderzimmer oder im Spielzeugschrank vorhanden war. So bunt gewürfelt wie die Ausstellungsstücke sind auch die Leihgeber. Die Exponate sind von verschiedenen Sammlern aus der Region, die eigentlich fast alle auch schon hier ausgestellt haben und die wir für diese Ausstellung mal alle versammelt haben. Also das hat man in der Form auch noch nicht. Auf die Idee kamen die Mitarbeiter des Echo-Museums. Erstens haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Thema eben immer sehr gut ankommt in der Weihnachts- und Winterzeit und weil sich die Sachen eben sehr gut ergänzen und so ein bisschen diesen Zauber der Weihnachtszeit, des Wartens auf die Bescherung, auf die Geschenke und dann des Spielens mit den Geschenken transportieren sollen. Die Leihgeber sind keine Unbekannten. Ja, das ist zum einen die Elke Kramer hier aus Pleisa, die Puppenstuben sammelt. Die Bärbel Straube, die Teddybären, aber auch noch viele andere historische Spielsachen in ihrem Fundus hat. Dann der Mirko Hummel, der eigentlich unser Eisenbahnexperte ist, aber auch eine doch umfangreiche private Sammlung an technischem Spielzeug hat. Der Jürgen Rauenbach aus Klauchau, der Spielfiguren beisteuert. Dann ist es noch der Harald Frotscher aus Chemnitz, der den Paradiesgarten gebaut hat. Und dann sind es noch einige einzelne Leihgaben aus privaten Beständen. Es hat ja doch jeder immer noch Erinnerungen auf dem Dachboden. Erinnerungen, an denen sich die Besucher mit Sicherheit erfreuen werden. Die Objekte sind eine Mischung auch aus verschiedenen Zeiten. Und so war es ja tatsächlich auch früher im Kinderzimmer, dass man das Spielzeug vielleicht hatte, das schon die Eltern hatten oder sogar die Großeltern und das mit modernen Spielzeug kombiniert hat. Und diese Mischung aus verschiedenen Epochen oder Jahren findet sich hier auch im Museum wieder. Zu sehen ist die Weihnachtsausstellung. Wir haben in der Adventszeit regulär geöffnet, also an den Wochentagen von 13 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr. Wir haben am 23. Dezember noch geöffnet und dann wieder ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag und haben nochmal Silvester und Neujahr geschlossen. Es gibt außerdem ein besonderes Angebot. Wir werden diesmal, ist auch neu, am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 26.12. um 14 Uhr eine Führung durch die Ausstellung anbieten mit dem Sammler Jörg Höwald. Wer es nicht schafft, das Echo-Museum im Dezember zu besuchen, kann beruhigt sein. Die Erinnerungen aus dem Kinderzimmer werden noch bis 25. Februar 2024 gezeigt.